Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln war immer schon ein lukratives Geschäft, aber auf Kosten der Verbraucher, beim Geld und bei der Gesundheit. Diese Art des Profits müssen wir endlich beenden. Seit Jahren kommt die Europäische Kommission ihrer Ankündigung nicht nach, dass sie nach einer europäischen Richtlinie jetzt auch Höchstmengen festlegt. Es ist einfach irgendwo stecken geblieben und es gibt auch keinen angekündigten Termin. Ich meine, wir müssen auf unsere Gesundheit achten, weil Nahrungsergänzungsmittel können tatsächlich wegen falscher Dosierung und überhaupt gesundheitsgefährdend sein. Hey Leute, bereits seit etlichen Jahren veröffentliche ich auf YouTube Videos, die eine alternative Sichtweise auf die Dinge geben. Früher waren es noch die dunkelsten der dunklen Themen, mit der Zeit wurden diese jedoch immer heller und mehr am Bewusstsein orientiert. Durch die Zeit habe ich ein Feingefühl für Trendentwicklungen bekommen, eine Fähigkeit, die auch ihr als Zuschauer sicherlich erlernt habt. Eine der etwas neueren Trends ist es wohl nun auch im Bereich der Gesundheit, wieder neue Regelungen aufzusetzen, um die komplementäre Heilpraxis abzuschaffen. Hier einmal drei Artikel aus der letzten Zeit. Heilpraktiker vor ungewisser Zukunft. Heilpraktiker, Beruf ohne Kontrolle. Heilpraktiker, eine Branche auf dem Prüfstand. Offenbar seien Heilpraktiker in Einzelfällen nicht in der Lage, eine Gesundung der Patienten zu gewährleisten. Das gilt es auch zu hinterfragen. Die Alternative wäre es dann wohl, die Eigenrecherche zu beenden und nur dem Gesundheitssystem, ich meine der Gesundheitsmatrix, weiter zu vertrauen. Schauen wir uns diese doch einmal kurz an. Eine US-Studie aus dem Jahr 2016, veröffentlicht vom Ärzteblatt, offenbart hier die noch viel schlimmeren Ausmaße. So sterben alleine in den USA ca. 250.000 Menschen aufgrund falscher Medikamentenvergabe. Das wäre dann statistisch gesehen die dritthäufigste Sterbeursache nach Krebs und Herzerkrankungen pro Jahr. Doch auch in Deutschland sind die Zahlen nicht weniger beruhigend. Laut einem Bericht aus der Süddeutschen Zeitung werden bis zu 300.000 Menschen pro Jahr in Krankenhäuser eingeliefert, basierend auf den Nebenwirkungen der Medikamente, die sie erhalten haben. Diese Zahl wurde von der Pharmakologin Petra Thürmann aufgrund der Einlieferungen in den Kliniken Greifswald, Jena, Rostock und Weimar berechnet. Die Zahl wurde daraufhin vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bestätigt. Nach diesen erschreckenden Zahlen ist es das Ziel dieses Videos, dir eine neue Freiheit für deine Gesundheit zu geben, denn es gibt Alternativen da draußen, die von Visionären vorangetragen werden. Während viele Menschen die Schulmedizin in vielen Punkten zu Recht kritisieren, ist es dennoch das höchste Ziel, eine Besserung für sich selbst und seine Mitmenschen zu erreichen. Die wenigsten Menschen sind von der Notfallmedizin oder der Chirurgie betroffen, zwei Disziplinen, in denen die Schulmedizin unerlässlich ist. Doch bei Stoffwechselerkrankungen und anderen degenerativen Gewebserkrankungen versagt die Schulmedizin auf ganzer Linie. Alleine heute sind über 11.000 unterschiedlich angeborene Stoffwechselstörungen bekannt. Jeder dritte US-Bürger leidet an einem metabolischen Syndrom, Tendenz stark steigend und Dunkelziffer wahrscheinlich höher. Dazu gehören Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und vieles mehr. Ein riesiges gesellschaftliches Problem. Um diese Wissenslücke zu überbrücken, schwappen schon seit Jahrzehnten praxisorientierte Mediziner über und erweitern so den Bereich der Komplementärmedizin. In der heutigen Zeit ist dieser Bereich so stark angewachsen, dass die Gesundheitsmatrix in unserem System sichtlich geschwächt und gefährdet ist. Diese mutigen Mediziner geben Wege vor, die mündige Menschen dann selbst gehen können. Hier kommen wir auch schon zu dem Kernthema des Videos, nämlich der menschlichen Fähigkeit zur Selbstheilung. Selbst Paracelsus sagte schon: Ich glaube, wie Hippokrates, daran, dass der Körper einen inneren Heiler besitzt, sein Name ist Archeus. All unsere Bemühungen, Heilung zu erzielen, sollten in Harmonie mit ihm erfolgen. Archeus ist die archetypische Selbstheilungskraft, die in unserem Innersten wohnt und die wir durch einen Schatten von Unbewusstheit haben verkümmern lassen. Während wir Archeus sterben ließen und stattdessen auf Systeme von außen beruhten, haben wir unsere eigene Handlungsfähigkeit verloren. Doch Gesundheit ist eine hohe Schuld.
Im Folgenden möchte ich euch zwei Mediziner vorstellen, die den Weg für viele innerhalb der Komplementärmedizin geebnet haben. Ihr könnt selbst für euch entscheiden, ob ihr diese Information annehmt oder nicht. Beginnen wir mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner für unsere Gesundheit, den Zellen. Schätzungen sprechen davon, dass ca. 50 bis hin zu 120 Billionen Zellen existieren. All diese Zellen benötigen einen störungsfreien Lichtfluss, also Körperelektrizität, um die Mitochondrien zu versorgen. Daraufhin entsteht dort die ATP-Energie, die überlebenswichtig für uns ist. In jeder Körperzelle haben wir hierbei im Durchschnitt 1500 Mitochondrien. In unseren Herzmuskelzellen sogar bis zu 2000 und in den Nervenzellen sogar bis zu 5000. Diese Mitochondrien steuern so gut wie alle Stoffwechsel- und Energieleistungen, ebenso wie unsere Entgiftungsvorgänge im Körper. Der Physiker Fritz Albert Popp erforschte diese Phänomene und stieß dabei schlussendlich auf die sogenannten Biophotonen, die, wie eben erläutert, unser biologisches Gesamtsystem steuern. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten unsere Zellen lichtgesteuert. Die Lichtwellen werden in den Zellen erzeugt und dann auf das ATP übertragen. Die Zelle fungiert wie ein kleines Magnetfeld, welches durch den Lichtspeicher angetrieben wird. Wenn die Photonenspeicher gefüllt sind, die Zelle optimales Licht erhält, kann sie gut funktionieren und die Mitochondrien aktivieren. Der Mensch erhält einen Energieüberschuss und kann damit regulierend in den Körper eingreifen und zum Beispiel eine tiefenwirksame Selbstheilung aktivieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist diese Erkenntnis für meinen inneren Heiler Archeus deutlich wichtiger als ein Medikament einzuwerfen, dessen Beipackzettel länger ist als dieses Video. Fritz Albert Popp starb am 4. August 2018 und hinterließ essentielles Wissen, das viele Menschen bei der Selbstheilung unterstützte. Er gilt aber laut Mainstream als esoterisch und unwissenschaftlich. Manche sehen ihn allerdings auch als Wegweiser und Experten, vor allem jene, die durch sein Wissen zu mehr Gesundheit kamen. Ein weiterer Mediziner, der seine damaligen schulmedizinischen Kollegen eines Besseren belehrte, war Professor Alfred Pischinger. Er schrieb ein absolutes Schlüsselwerk namens Das System der Grundregulation. So erkannte er, dass der Zwischenraum der Zellen, das sogenannte Bindegewebe, essentiell für die Gesundheit ist. Denn toxische Stoffe lagern sich dort ab. Toxische Stoffe, mit denen wir täglich durch Atem, Haut und Nahrung in Berührung kommen. Dieses Thema ist heute aktueller denn je, aufgrund von steigender Luftverschmutzung, Elektrosmog und dem massenhaften Einsatz von schädlichen Medikamenten. Sobald der Abtransport dieser toxischen Stoffe nicht mehr funktioniert, verliert der Mensch automatisch an Leistungsfähigkeit. Dieses Prinzip ist leider nur schwer zu beobachten und benötigt zumindest einen teilweisen erweckten Archeus. Die Müllgrube Mensch füllt sich nämlich nicht innerhalb von Stunden oder Tagen, sondern über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Der toxische Aufbau im Körper ist dabei der schleichende Tod, der unbemerkt immer mehr Lebensqualität frisst. Im Bindegewebe lagern sich also die Stoffe ein, bis die Depots überlagert sind. Diese Stoffe erreichen dann langsam die Körperzellen und verstopfen die Zellmembranen, verhindern also den Eintritt wichtiger Mikronährstoffe. Dieses weiche Bindegewebe macht übrigens 80% unseres Körpers aus. Unsere überlebenswichtigen Organzellen brauchen Sauerstoff, Nährstoffe und einen funktionierenden Abtransport der Schlackenstoffe. Wenn diese aufgrund der toxischen Belastung nicht mehr möglich sind, verlieren wir nach und nach wichtige selbstregulierende Eigenschaften unseres Körpers, wodurch sich wiederum erklärt, warum ca. 80% der Menschen vorrangig an Stoffwechselerkrankungen leiden. Hinzu kommt ein veränderter pH-Wert durch die Übersäuerung des Körpers, der die Regulation des Körpers weiter einschränkt. Nun möchte ich euch erneut die Frage stellen: Werft ihr euch lieber einige Medikamente ein oder erhaltet ihr das Wissen von Alfred Pischinger, um über euren eigenen Status quo zu reflektieren? An der Stelle gilt wie immer: Wissen ist Macht. Nicht nur Mediziner der Vergangenheit haben sich der ehrwürdigen Aufgabe gestellt, Menschen Wissen zu vermitteln, sondern auch heute gibt es komplementärmedizinische Helden, die viele tausende Menschen inspirieren und heilen. So treten Mediziner wie Dr. Manfred Döpp, Dieter Bröers oder Dr. Ulrich Warnke für ihre Mitmenschen ein. Aus diesem Konglomerat aus Wissen entstand durch die Gründung von Walter Hegel die Gesundheitsstiftung Selbstheilung Online.
Besonders deren Entgiftungskonzept spricht mich an, weswegen ich es an dieser Stelle in verkürzter Form vorstellen möchte. Wenn wir das Wissen über die Biophotonen und die Selbstregulation des Körpers zusammenbringen, ist klar, dass wir vor allem den Körper von Schlacken und Giftstoffen befreien müssen, um eine Ausheilung der Probleme zu bewirken. Egal wie bei dir auch die gesundheitlichen Probleme sein mögen, wir alle sind chronisch einer Flut von Umweltgiften ausgesetzt. Diese erreichen uns auch, wenn wir uns auch noch so gesund ernähren oder gutes Wasser trinken. Über die Zeit sammeln wir eine Masse an Giftstoffen an, der eine schneller, der andere weniger schnell. Aus dem Grund ist das Wissen über Entgiftungstechniken absolut essentiell, um dir in jeder Lebenslage weiterzuhelfen. Eine regelmäßige Entgiftungskur kann hierbei Wunder bewirken. Wenn Gifte weg sind, entfaltet sich eines ganz natürlich: die Selbstheilungskräfte des Menschen. Es gibt 7 Schritte, die ich dir nun vorstellen möchte. Schritt 1: Tiefenatmung. Simpel, aber effektiv und vor allem jederzeit möglich. Je besser die Zellen mit Sauerstoff versorgt sind, desto mehr Energie haben sie. Je tiefer und intensiver wir atmen, desto aktiver ist unser Stoffwechsel und damit auch der Abtransport der Giftstoffe. Durch unsere Lunge regeln wir bereits ca. 70% der Entgiftung. Schritt 2: Körperwasser wieder transportfähig machen. Wasser ist der Treibstoff des Lebens und ist auch zu ca. 70% in unserem Körper vorhanden. Das Wasser durchdringt dabei jede Zelle unseres Körpers und regelt alle Funktionen. Sogar unser Bewusstsein mit unseren Gedanken und Gefühlen benötigt zellverfügbares Wasser. Wasser entgiftet unseren Körper und spült ihn durch. Eine optimale Filterung des Wassers und mindestens 2 Liter pro Tag sind unerlässlich, um sich nicht weiter zu vergiften und die Selbstregulation aktiv zu halten. Schritt 3: Die Wasserschocktherapie. Vielleicht hast du noch nie davon gehört, aber bei vielen Menschen befinden sich die Zellen und das Bindegewebe aufgrund der chronischen Übersäuerung in einer Schockstarre. Maßgeblich verantwortlich sind dafür unsere Ernährungsweise und unser Stress, der den pH-Wert des Körpers verändert. Um diese Starre aufzuheben, müssen die körpereigenen Puffersysteme wieder angekurbelt werden. Dafür kommt die Wasserschocktherapie ins Spiel. Mittels extrem sauren Wasser in einem pH-Wert von 2,2 bis 2,5 und einem extrem basischen Wasser, pH-Wert 12, wird durch abwechselndes Trinken der Flüssigkeit das Bindegewebe einem Schock unterzogen und damit stimuliert. Diese Maßnahme klingt zwar extrem, aber ist dennoch für alle Menschen, egal ob gesund oder krank, geeignet. Vor allem ist sie ganz natürlich. Schritt 4: Körperwasser entsäuern und Schadstoffe entfernen. Wie eben bereits angeschnitten, sind Säuren lebensfeindlich und für sämtliche Entzündungsprozesse im Körper mitverantwortlich. Das Ausleiten dieser Säuren und Schlacken hat damit höchste Priorität. Mit einer basenüberschüssigen Ernährungsweise kann die sonst übersäuernde Ernährungsweise ausgeglichen werden. Die Sango-Koralle bietet hierfür eine natürliche Calciumquelle zur Remineralisierung der Zellen und Organe. Zeolit beispielsweise kann dann diese Schadstoffe zusätzlich aus dem Körper transportieren. Schritt 5: Intrazelluläres Gift entfernen. Um Eindringlinge abzutöten und sich nicht erneut zu vergiften, braucht es das wichtige Entgiftungsmolekül Glutathion. Dieses wiederum wird durch organischen Schwefel, kurz MSM, in Gang gesetzt. Normalerweise erhalten wir dieses Nahrungsmittel nur noch bedingt, daher müssen wir es uns zusätzlich zuführen. Schritt 6: Aufbauwirkstoffe. Glückwunsch, du bist nun schon ziemlich weit in der Entgiftung vorangeschritten. Jetzt geht es darum, weitere Wirkstoffe für den Körper aufzubauen, sodass die Selbstregulation ab jetzt besser von selbst läuft. Wichtig hier zu nennen sind Magnesium, echtes Vitamin C, Vitamin D2 und K2, OPC und Kurkuma. Viele dieser Stoffe kennt ihr schon von meinen vorherigen Aufklärungsvideos zur Gesundheitsmatrix. Schritt 7: Darmentgiftung. Nicht nur in unserem Körper haben wir ein Gehirn, sondern auch unser Bauchhirn, liebevoll enterisches Nervensystem genannt, besitzt ca. 100 Millionen Nervenzellen und geht durchaus als eigene Intelligenz durch. Unsere Darmschleimhaut entzündet sich immer mehr, dünnt aus und lässt schädliche Partikel in unser Gewebe eindringen. Eine Darmsanierung ist hier absolut essentiell, um eines der wichtigsten Entgiftungsorgane des Körpers zu unterstützen. An der Stelle möchte ich das Stichwort Leaky Gut-Syndrom einmal einwerfen.
Weitere Infos auch zur praktischen Anwendung findet ihr unter jedem Schritt in der Videobeschreibung. Auch könnt ihr dort die gesamte Übersicht zu den 7 Stufen der Entgiftung nachlesen. Macht euch dieses Wissen zuteil, vor allem wenn ihr betroffen seid, es präventiv nutzt oder auch euer Umfeld unterstützen möchtet. Aus meiner persönlichen Sichtweise möchte ich noch ergänzen, dass auch unser emotionales und mentales Feld eine immense Auswirkung auf Gesundheit hat. Durch die Psychosomatik können wir erahnen, wie groß dieser Einfluss wirklich ist. Denn unser Geist steuert unseren Körper und andersherum. Letztlich können wir auch hier Anschluss bei den Ausführungen von Paracelsus finden, der Archäus als inneren Heiler definierte. Archäus ist laut seiner Definition der grobstofflichste Aspekt der Astralwelt, der über Wachstum und Kontinuität über alle lebendigen Wesen herrscht. Die höchste Schwingung in unserer physischen Welt sind damit gleichgestellt mit den niedrigsten Schwingungen der astralen Welt, wobei sich hier der Aspekt von Archäus erklären lässt. Er ist sozusagen das Tor und die Verbindung der beiden Welten, teils grobstofflich, teils feinstofflich. Durch unsere Gedanken und Gefühle können wir ihn ansteuern und damit das Zentralfeuer als Lebensprinzip in uns erwecken. Archäus leitet sich dabei von Archaios ab, was so viel wie anfänglich bedeutet. Ein Anfang auch für dich, wenn du ihn in dein Leben lässt und durch die Lehren der Selbstheilung kontaktierst. Jetzt würde mich interessieren, was hast du bisher für deine Gesundheit getan? Und bist du mit dem System zufrieden, wie es momentan vorherrscht? Bewerte das Video gerne positiv, wenn es dir gefallen hat, und abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video und bleib vorsichtig.